Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Disco Elysium und unserem kleinen Nachtrundgang hier mit unserer geilen Mütze. So, hier drin gibt's glaube ich nichts, aber da wir ja tatsächlich gerade in einem Gespräch, was wir einfach so mal gemacht haben, herausgefunden haben, wer vielleicht die Rüstungsteil-Handschuhe hat, sollten wir uns doch noch mal ein bisschen umgucken hier in der Nacht, in dieser regnerischen Nacht. Und vielleicht mal schauen, ob wir noch mit dem einen oder anderen sprechen können. Hier gibt es nichts, aber unten könnten wir noch mal reingehen. In dieses Haus. Und zwar unten auch. Ich weiß nicht, ob die... ich habe sie beim letzten Mal die Putze genannt. Das war natürlich sehr... das war nicht ganz PC. Aber da ist sie. Give me a moment. Wir sollen ihr einen Moment geben. Ja, das machen wir gerne. Aber sie hat nichts zu sagen, nichts Neues. Ich danke ihr mal. Wir können hier nochmal durchlaufen. Ich habe mich übrigens gefragt, als ich hier angefangen habe, warum ich eigentlich die ganze Zeit mit einem Moralpunkt weniger rumlaufe, wo ich hier 12 Auflademöglichkeiten habe. Aber ich glaube, über Nacht wird es wieder aufgeladen, deswegen mache ich es jetzt auch nicht. Ich sag mal hier nochmal, dass wir das hier aufmachen sollen. Das haben wir aber schon gemacht. Nee, wir haben keinen Grund, nach wie vor da reinzugehen. Hier das Kommunistenzimmer. Da könnte man sich auch hinlegen eigentlich, oder? Wieso ist denn das alles noch an? Ich salutiere mal zur Statue. Vater Matzow, Held der Arbeiterklasse. Niemand hat uns gehört, aber wir fühlen uns warm und irgendwie gut. Okay. Gehen wir mal. Hier. Wir sehen einen Stern, einen aufgemalten Stern. Es ist nicht nur ein fünfeckiger Stern, es ist ein invertiertes weißes Pentagramm. Eine Wrath of Antlers, weiß ich jetzt nicht. Das Zeichen für den Kommunismus. Schauen uns das mal näher an. Haben wir das beim letzten Mal übersehen? Es wurde entwickelt in der sechsten Dekade des letzten Jahrhunderts und schnell von Matzow adoptiert. Matzow und seinen Kommunistenfreunden da während der Revolution. Selbst heute noch, ein halbes Jahrhundert später, bringt dieses Zeichen noch Hoffnung, Enttäuschung und Furcht in gleichem Maße hervor. Okay, warum ist der Stern auf dem Kopf? Ah, das erklärt, das soll den Umsturz der alten Ordnung symbolisieren. Und auch ein paar Sozialdemokraten haben das sowieso schon verwendet. Wahrscheinlich richtig rum haben die Sozialdemokraten es verwendet. So rum ist es wahrscheinlich gemeint. Endless, weiß ich nicht, was es ist. Was soll das sein? Es repräsentiert eine natürliche Krone. Es ging darum, eine Sozialgesellschaft aufzubauen, die mit der natürlichen Welt koexistieren kann. Und zur gleichen Zeit über ihr steht. Okay, und warum weiß? Weil weiß die Farbe des Friedens ist. Und wie ist das für mich jetzt gerade, wenn ich da... Oh, Moralpunkte. Vorbei. Vorbei ist die Ehre, die Größe. Es bleibt von dieser Hoffnung nur noch diese Kritzeleien von armen Studenten übrig,
alten, dreckigen Fluren. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir schon noch mehr Punkte in... Ach, wo ist denn das jetzt wieder? 16 Punkte in Kommunismus haben wir schon. Mensch. Das wird noch was hier mit uns. Wir überwerfen noch mal irgendwelche Gouverneure. So, gehe ich auch noch mal zum Raucher hoch? Warum nicht eigentlich? Wenn wir eh hier den großen Nachtspaziergang machen, bevor wir uns ins Bett legen, dann können wir da auch noch mal gucken. Scheint aber jetzt keiner da zu sein. Ist die Tür offen oder was? Ich sehe es gerade gar nicht. Sieht aus, als ob es offen ist. Nee, da ist eine Box. Das ist die Tür. Gott, ich bin blind. Na, ist keiner da. Und hier wird auch nichts sein. Auf dem Hof muss ich jetzt auch nicht. Waren wir da eigentlich jemals schon? Das Einzige, was man ja noch machen könnte, ist ja wirklich mit Joyce oder eben, was ich jetzt gerade gar nicht weiß. Also ich meine, ich glaube, wir können uns jetzt einmal schlafen legen. Aber eine Sache, die mir jetzt gerade nicht ganz klar ist, ist die Aufgabe, die wir für Joyce ja erledigen sollten. Also die mit den Truckfahrern und dem Drogenhandel und so. Da haben wir mit dem einen Fahrer gesprochen. Ich komme jetzt gerade drauf, ich gerade darüber nachgedacht habe, nochmal zu Joyce zu laufen. Ja, bei dem Typen mit seinem Becher wollen wir eigentlich nicht rein. Wollen wir nochmal aufs Dach? Ist sie überhaupt offen? Nee. Okay, wer auch immer da drin wohnt, der ist wieder zurück zu Hause. Da hatten wir diesen Becher, den rassistischen Becher drin gefunden. Hier die Schwestern und Brüder stehen hier immer noch rum. Die sind den ganzen Tag und die ganze Nacht hier. Ja, ja, ich hau ja ab. Ist ja gut. Also, genau, weil ich darüber nachgedacht habe, zu Joyce zu gehen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit wir... Weil wir sind ja der Aufgabe schon nachgegangen. Also diesem Drogenhandel schon nachgegangen. Aber ich weiß nicht, wie weit wir da sind, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht gerade. Ich guck mal einmal hier rein, was die Aufgabenlage da sagt bei Joyces Geschichte. Das ist hier gar nicht mit drin, ne? Weil das mit der Marke haben wir doch probiert, ihr die Marke zu zeigen, das hat ja irgendwie nichts gebracht. Na gut. Wir können auch auf der Parkbank schlafen wahrscheinlich. Auf jeden Fall können wir mit ihr reden. Du setzt dich auf diese Holzbank, auf diese vom Wind zerfurchten Holzplanken der Holzbank. Deine Füße tun weh. Wir können mit unseren Zehen wackeln für 15 Minuten. Wir können in den Himmel starren 30 Minuten. Oder tief nachdenken für eine Stunde. Ach, weißt du was? Ich guck mal in den Himmel. Ist ja nicht wahr. Nee, doch nicht. Es wird nur schwarz. Zeit geht vorbei. Sollen wir noch eine Stunde hier nochmal Gedanken verloren in den Nachthimmel gucken und dann nach Hause gehen? Das ist doch gar nicht schlecht. Wir denken mal tief nach für eine Stunde. Tja. Dann stehen wir mal auf. Es ist Mitternacht. Leider ist uns nicht eingefallen, was wir als nächstes machen können. Deswegen gehe ich jetzt immer wirklich ins Bett, oder? Mal da hinten nochmal, ich kann irgendwie nicht. Mal einmal gucken, ob hier hinten noch irgendwas los ist. Was ist denn bei der Demo da hinten los? Nachts, um Mitternacht.
könnte einen ja durchaus auch nochmal interessieren. Der Laden ist bestimmt zu. Hier ist nichts los. Sieht man hier irgendwas, wenn hier nichts los ist? Nee. Hier irgendjemand? Auch nicht. Na gut. Hier ist noch das Ding. Ach, das können wir eigentlich einmal probieren. Da haben wir bessere Punktwerte jetzt. Dass wir die Statue nochmal... Was dieser König getan hat. Ach, das will ich jetzt gar nicht lesen. Nee, ich will jetzt nach Hause erstmal. Ich will jetzt ins Bett. Das erste Mal im Fischerdorf ins Bett. Das ist doch gar nicht schlecht. Das haben wir uns verdient. Und es ist noch ein weiter Weg. Beim Pornshop wollen wir auch nicht mehr vorbei. Nee, nee, alles gut. So, und morgen müssen wir mal gleich wieder in der Station anrufen. Dann ist Kim auch wieder da. Da freue ich mich schon drauf. Kim habe ich richtig, richtig ein bisschen vermisst. So. Auch im Dunkeln. Wir gehen auch ohne Taschenlampe, ne? Das ist alles wurscht jetzt mittlerweile. Muss ich nur noch mein Haus finden. Ist es das? Ich glaube ja. Das ist die alte Frau, sitzt auch noch da um Mitternacht. Ja, es wird spät und es regnet. Zeit, ins Bett zu gehen. Ich würde sagen ja. Man hätte ja auch noch mal... Ah, ich weiß nicht, ob man hier dann auch nochmal nachts irgendwo noch spezielle, hatten wir das vorher auch schon, spezielle Sachen finden kann. Vielleicht auch richtig für den Drogenschmuggel wahrscheinlich. Da ist Rasierzeug, eine Seife und ein kleiner Handspiegel und ein Rasierer liegt da im Wasserbassin. Sollte ich mich wirklich rasieren? Oder es wird Zeit, uns zu rasieren. Den ganzen Kram wegrasieren. Hm. Wirklich? Wollen wir ordentlicher aussehen? Ich frag mal erstmal mich selber. Das Wasser wirft ein vages Bild unseres Gesichts auf uns zurück. Die Nase ist irgendwie immer noch geschwollen und rot. Das Haar ist ungekämmt und alles voller, wie heißt denn das? Alles voller Narben, wollte ich gerade sagen. Stimmt natürlich nicht. Also so Grübchen und sowas. Falten, so heißt das. Und wir haben einen gigantischen Schnurrbart. 42%. Können uns auch umbringen, wenn wir ganz schlecht sind, ne? Auge an Koordination sind wir nicht gut. Komm, wir probieren das mal. Bis morgen früh ist es wieder geheilt, wollte ich gerade sagen. Aber es hat funktioniert. Und gucke mal, wir kriegen da tatsächlich jetzt... War das vorher auch schon so, dass man den Dice Roll komplett gesehen hat? Ja, wahrscheinlich. Glück gehabt. Wie ein Artist mit dem Pinsel oder ein Meisterschwert, ein Schwertmeister... Benutzt du den kleinen Spiegel und die Rasierklinge mit ein bisschen Seife, um all das ungekämmte Haar unter deiner Nasenlinie zu entfernen. Es macht einige Kratz-Sounds natürlich. Und der Grund, also die Haut unter deinem Bart fühlt sich soft und sanft an. Und jetzt spüren wir auch den Lufthauch. Dagegen es wird etwas kühl. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Ja, das, ach, guck, die hat... Uiuiui. Ich finde, wir sehen deutlich schlimmer aus als vorher. Oh Gott. Kim wird uns gar nicht wiedererkennen. Wir fühlen uns mal die... Ah, wir kriegen ein bisschen Gesundheit zurück dadurch. Wir haben unsere sanften Wangen jetzt da
mal angefasst. Es fühlt sich erstaunlich sanft an. Es überkommt uns ein Gefühl der Frische, als ob wir gerade aus einem kalten Bad herausgestiegen werden. War das die richtige Entscheidung? Also mal abgesehen davon, dass wir immer noch so eine geschwollene Nase haben und ungekämmtes Haar und so weiter und immer noch geschwollen sind, sehen wir vielleicht ein bisschen jünger aus, könnte sein. Du siehst fast aus wie ein Profi, sagt unsere Logik. Na gut. Und unsere Suggestion sagt, naja, dieses Grinsen, the expression, wenn wir uns erinnern an die erste Folge, sieht irgendwie noch schlimmer aus jetzt, sieht noch furchterregender aus. Na gut. Na gut, jetzt haben wir uns rasiert. Jetzt, wo ich so sehe, würde ich mir wünschen, wir hätten uns nicht rasiert, ehrlich gesagt. Aber nun ist zu spät. Ab ins Bett. Sollen wir uns noch die Sachen ausziehen? Nee. Wir gehen ins Bett jetzt. Also das Heizsystem geht nochmal an und summt ein kleines Einschlafliedchen. Die Matratze fühlt sich weich an und die Bettlaken warm. Es braucht nur einen Moment, bis die Welt um dich rum verschwindet. Da ist er wieder. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner. And every street. Ja, geil. Gedanken, Baby. 1 Million kleine Lichter in der Dunkelheit. Du bist ein gutes Instrument, mein Bruder. All diese Gesichter und all diese Namen, all dieses Lachen und all das Schreien und all dieses durchlavieren, jede Ecke und jede Straße. Recorded in you forever on the Faraday. Ist in dir aufgezeichnet für immer. Auf einem Ferrotape. Das sich dreht in der Ewigkeit. Das sich dreht in der Leere. Drehen, drehen, sag mir, dass ich träume. Es dreht sich in die Ewigkeit. On and on it goes. For untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising, rising, above the dark curvature, the great wingspan of sleep, studded with stars. Und weiter geht's für unzählige Stunden. In der Disco, wo du sie das erste Mal gefragt hast, ob sie mit dir tanzt. Aufsteigend, aufsteigend über die dunkle Curvature, weiß ich nicht. Der Schlaf irgendwie voller Sterne. There are millions of them down there. The first time. The last time. The smoke in her mouth. The potted flowers. The faces turning, changing. Ich weiß nicht genau, was wir da sehen. Also unser limbisches System sagt uns jetzt schon wieder... Pass auf, da sind Millionen von ihnen da unten. Das erste Mal, das letzte Mal, der Rauch in ihren Mündern, die eingetopften Blumen, die Gesichter, die sich verändern, die sich drehen und verändern. Ich habe das Gefühl, sie beschreiben eher die Hölle oder sowas, aber ich frage mal. It's the world, Harry boy. And you're made of it. Every day you're out there. You make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. Also sorry, aber die Stimme ist einfach zu geil, die muss man durchlaufen lassen. Es ist die Welt, Harry Boy, und du bist aus ihr gemacht, jeden Tag.
den du da draußen bist. Make more of yourself from it. Jeden Tag, den du da draußen bist, kreierst du sozusagen mehr davon aus dir selbst oder mit dir. Verzeihung. Ich fürchte, du kannst nicht mehr ungemacht werden, also nicht mehr nicht da sein. You can never forget this shit. Du kannst diese Scheiße niemals vergessen. Die Farben, die Stimmen, der Regen, der Schnee, ich will nicht. Es ist wunderschön. Der Regen, der Schnee, das finde ich gut. Beautiful. It's stuck on loop. Schön. Whirling, spitting out words and images. Es bleibt im Loop und spuckt weiter Wörter und You're Bilder the aus. Son of the world again. Harrister, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Du bist der Sohn der Welt wieder, Harrister. Ein Agent, der Müll aufsammelt und alte Zeitungen. Jetzt haben sie uns hier einen Hinweis gegeben, das wusste ich gar nicht. Der sammelt seine alten Kaugummi. Sein altes Kaugummipapier, so alte Verpackungen und seine bescheuerten Postkarten. Bedeutungslos, bedeutungsloses, Keepsakes. Wie besetzt man das denn? Also so Erinnerungsstücke, bedeutungslose Erinnerungsstücke sozusagen. Aber bisher haben wir nur Postkarten gesammelt. Noch keine Bubblegum-Wrappers, glaube ich. Aber gut. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Du liest also deine furchtbaren Briefe und erinnerst dich an Sachen, ja? Diese unendlichen Namen der Welt. Ein Adressbuch bist du. Die Karte der Stadt. Das stimmt, ich bin ein Agent auf der Welt. Aber was, wenn ich nur der Agent von nichts sein möchte? Nein, ich bin ein Agent dieser Welt. You'll go insane if you keep going like this. One more day and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? Du wirst wahnsinnig werden, wenn du so weitermachst. Noch ein Tag und du wirst im Irrenhaus enden. Ich weiß, dass du das wirst. Und wofür, mein Bruder? Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off your lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Jesus. Also, du löst deine kleinen Kreuzworträtsel, ja, machst deine Aufgaben und streichst Namen von der Liste. Du versuchst, irgendein super Weltdetektor zu werden. Es wird es nicht okay machen. Es wird den Rauch nicht zurück in ihren Mund bringen. Ja. Wir können jetzt das Kissen fühlen, dann wird es vielleicht ein bisschen besser, wenn wir uns der Realität wieder stellen. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen Realität. Ich frage nochmal, warum? Cause only love can break your heart. Das ist fies, ja. Also er singt, weil nur Liebe dein Herz brechen kann, zerbrechen kann. Na gut. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. Na super. Okay, der Alarm geht. Der Disco-Zirkus wird weitergehen und weitergehen. Du hast nicht mal 3 Stunden geschlafen. Du schaffst das, sagt unsere Willenskraft. Es ist nichts. Tu es für die Stadt. Mach los. Mach hinne. Tu es für das Bildrätsel. Pack es alles zusammen und löse die Welt. Eine Besprechung nach der anderen, also eine Konversation nach der anderen. Na gut, machen wir unsere Augen mal wieder auf. Das ist ja eine furchtbare Nacht gewesen.
motivierend ist anders, würde ich sagen. Ja, Moral ist wieder voll. Oh Mann, wir hätten uns echt nicht den Bart abrasieren sollen. Ich glaube, deswegen habe ich auch Albträume jetzt gehabt. Ach, na gut. Tag 4. Geld in der Tasche. Das ist das Einzige. Kann ich mir den Bart auch wieder ankleben? Nee. Das wäre auch albern gewesen. Okay, gehen wir mal raus. Jetzt mit der Mütze sehen wir noch blöder aus. Ohne Bart, finde ich. Mit Bart ging es noch. Mann, warum habe ich mir diesen Bart denn abrasiert? Bin ich denn doof? Ah, Kim ist wieder da. Wenn der jetzt keinen blöden Spruch über den Bart macht, dann weiß ich auch nicht. Obwohl, wir haben noch ein bisschen Stoppel. Das ist eigentlich okay. So von, also da sieht es okay aus, finde ich. Ja. Was mir gerade auffällt, ist, mit Kim haben wir auch noch nicht so viel geredet. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, ne? Mit dem habe ich ja seit dem zweiten Ding eigentlich quasi nicht nochmal groß geredet. Yes? Also, was ich dir sagen wollte, und zeig mit dem Finger mal auf mein Gesicht, ich habe mich rasiert. Ja, der Lieutenant starrt auf unser rasiertes Gesicht. Seine Augen kneifen sich zusammen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er hustet vielleicht, was meinst du denn? Du kannst es mir sagen, Kim. Ich weiß, ich sehe super aus, oder? Ich weiß, ich hätte mich nicht rasieren sollen. Ich weiß es und hab's trotzdem gemacht. Was für ein Idiot. Na, da ich das, normalerweise würde ich das jetzt nicht notgedrungen sagen. Aber ich sag's mal, weil ich das wirklich so denke. Nein, das ist schon okay, glaube ich. Er starrt uns immer noch an. Dumbfounded? Was soll das heißen? Dumbfounded? Das würde mich interessieren. Das ist ein cooles Wort irgendwie. Dumbfounded ist bestimmt was Lustiges. Vielleicht hätte ich die Seiten da dran gelassen. Es sieht so aus, als ob sie dieses da verdeckt hätten, diese, ja, hört auf zu reden. Naja, ganz egal. Gut für sie, sagt er. Was haben sie noch gesagt? Ach, nichts. Ja, unser Grinsen ist jetzt hässlich geworden. Ich glaube, das möchte er uns damit auch sagen. Na super. Guten Morgen, 7.30 Uhr. Und wir sind uns alle einig, das Rasieren war ein ganz blöder Fehler. Da sind die beiden und die Tochter ist hier drin. Da müssen wir rein, mit ihr reden, ob sie die Handschuhe hat von der Leiche. Das werden wir tun, aber erst beim nächsten Mal. Also, oh Mann, ich habe mich rasiert. Echt, das ärgert mich richtig. So was Blödes. Na gut, bis zum nächsten. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich vielleicht den ganzen Teil nochmal spiele, genau das gleiche mache und mich aber nicht rasiere. So sehr ärgert mich das Bild da unten jetzt gerade. Aber ich schau mal. Na gut, also jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.